to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, yeah, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. There will be an answer. Let it be. And I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's all right. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's all right. Since it's been clear, here comes the sun.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get on about. Strawberry Fields forever. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry. And nothing to get under by. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be out of love. That he. It's alright, but if I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get off the bar. Strawberry Fields forever. Always know sometimes I think it's me, but you know I know it's not a dream. I think I know I'm being hilarious, but it's all wrong. That is, I think I deserve. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get on the bar. Strawberry Fields forever. Strawberry. Strawberry Fields forever. Sermon that no one will hear. No one.
come from? All the lonely people, where do they all belong? Oh, look at all the lonely people. Oh, look at all the lonely people. Ellen Rigby died in the church and was buried. Nobody gave Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Thanks, Mom. Penny Lane, there is a barbershop photographs. Heavy head, he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say hello. On the corner is a banker with a Monte Carlo. The little children have an end behind his back. And the banker never wears a mag in the pouring rain. But he's straight, and he laid his eyes and in my eyes. There beneath the blue suburban skies, I sit. In Penny Lane there's a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of the Queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. That she's in a play, she is anyway. Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for trim. Then the fireman, the she's in from the pouring rain. Penny Lane is in my ears. Thank you.
Woke up, fell out of bed, tried to comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. Looking up, I noticed I was late. Found my coat, grabbed my hat, made the bus seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. Somebody spoke and I went into a dream. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over. Yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Attracts me like no other lover. Something in the way she wounds me. I don't want to leave her now. You know I believe in how.
Hey, Mike Massey here. Thanks for watching my new video, Something. It's a beautiful song, and it also happens to be the title track of my new CD, which is available pretty much right now. The CD features full band arrangements of 12 classic songs, including such favorites as Rocket Man, The Sound of Silence, and of course, Africa. The CD was recorded at Peter Frampton's studio in Nashville, and the band was made up of world-class studio musicians, including David Hungate, the original bass player for Toto, who played on Africa. So yes, I have Toto's bass player playing on my version of Africa, which is pretty cool. It also features guest appearances by Jeff Hall and Phil Wormdahl, both of whom you know from my YouTube channel. My CD is available at my online store at louder.fm. You can buy it right here. And it's also available on iTunes and other online retailers. I will also be making physical copies available to purchase through cdbaby.com. So don't forget to please subscribe to my YouTube channel and follow me on Facebook and Twitter. And as always, you can keep up with me on my website, mikemassey.com. Thanks again. Bye. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You're only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Sunken eyes and learn to see all your life. You're only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. Blackbird fly into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment to rise. Thanks. I look out
Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. Stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. And in her eyes you see nothing. No sign. Won't you come out to play? Dear Prudence, greet the brand new day. The sun is up, the sky is blue, it's beautiful, and so are you, dear Prudence. Won't you open up your eyes, dear Prudence. See the sunny skies. The wind is low, the birds are singing, and you are part of everything, dear Prudence. Won't you open up your eyes? Look around, round, 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 round. Look around, round, 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 round. Look around. See you smile, dear Prudence, like a little child. The clouds are being
Thank you. Today
I'm just a lucky kind. Love to hear you say that love is love, though we may be blind. Love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just a lucky kind. Love to hear you say that love is love, though we may be blind. Love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, and we will remember things we said today. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so well, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. That if I ran away from you, that you would want me to. But I've got a big surprise. Oh, 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 you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, 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 you. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. Thanks. Thank you. Somewhere in the Black Mountain Hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams,
known as Elfville, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. Rocky burst in, and Gritty a grin. He said, "Danny boy, this is a showdown." But Daniel was hot, and he drew first and shot. Rocky collapsed in the corner. Match. Rocky said, "Doc, it's only a scratch, and I'll be better, Doc, soon as I am able." Now Rocky Raccoon fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out. Polnischen Spargelstecher zu einem Gast in unserem Studio, der damit, glaube ich, überhaupt nichts zu tun hat und auch nichts zu tun haben will. Herzlich willkommen bei Pandora Spezial, Jens Bäumler. Wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo. Ja, vielleicht fängst du einfach mal an mit diesem Song und was du damit zu tun hast. Einfach mal erzählen. Hard Day's Night, ne? Mit dem Song, also der Song, der gerade gelaufen ist, war eine Live-Aufnahme von einem Konzert aus Gentin, der Beatles Connection. Und vielleicht steige ich da direkt mit ein, mit der Bandvorstellung, die Beatles Connection, die gibt es seit 2009, wurde gegründet als Drei-Mann-Kapelle. Der John, Paul und ich, der George, der John, Alexander Vandenberg und Paul Benjamin Heisel, kennen sich schon von klein auf, alle Beatles-Fans. Ich selber habe mit 12 angefangen, Gitarre zu spielen. Habe natürlich dort Beatles-Sachen. So ist es. Ich glaube, Peter Bursch war mein erstes Gitarrenbuch und der zweite Song war Get Back. Das ist gar nicht mal so einfach. Ist gar nicht mal so einfach, hat aber tatsächlich nur 2 Akkorde. Insofern zum Gitarre lernen gar nicht schlecht. Ja, und 2009 haben wir uns zusammengetan zu dritt, um eigentlich eine Unplugged-Nummer der Beatles zu machen. Haben dann auch hier recht erfolgreich in der Region Auftritte absolviert und wurden aber immer angesprochen, so, es ist so genial mit den Gesängen und mit der Musik und es fehlt doch eigentlich noch ein Ringo, damit es komplett wird. Und dann haben wir uns noch einen Ringo gesucht und sind jetzt eine komplette Beatles-Truppe. Es ist ja eine merkwürdige Geschichte eigentlich so, nicht? Die Beatles, die gibt es jetzt seit über 40 Jahren schon nicht mehr. Es ist verrückt. Und trotzdem immer wieder, ich kriege das ja hier als Veranstalter von der Brunswiger ja auch mit, immer wieder, wenn Sachen mit Beatles kommen, dann haben wir auch eine volle Butze hier. Ja,
So ist es. Wie kommt das? Wir wundern uns auch selber. Ich glaube, unser Publikum ist so in zwei große Parteien geteilt, nämlich einerseits die, die die Beatles noch live in ihrer Jugend auch erlebt haben oder mit der Musik aufgewachsen sind. Das ist ein Großteil, aber tatsächlich, die Musik ist einfach zeitlos und es gibt ganz, ganz viele Junge. Das fängt 14-, 15-, 16-Jährige, die Beatles hören. Wir hatten ja auch schon hier in der Brunswiga ein Konzert, wo wir dann überrascht waren, wo dann vor der Bühne wirklich Teenies abgetanzt haben. Also die Musik lebt weiter. Und ich glaube, das liegt an der Musik der Beatles, dass sie zeitlos ist. Also ich hatte die gleiche Frage eigentlich so im Hinterkopf. Ich habe mich andersrum gerechnet. Ich habe gerechnet, ich glaube, das Hard Day's Night, das ist 63 und habe ausgerechnet, das ist ja über 50 Jahre her und habe mich erinnert, Wahnsinn, dass ich, ist das richtig? 60. Ja. Oder 60? 30, also 63. So alt sind wir noch nicht, Silvia, auch wenn wir so aussehen. Ich wollte gerade sagen, also Silvia, sehen wir so aus. Also ich sage mal, es ist weit über 50 Jahre her und ich weiß, dass ich damals ein bisschen Bedenken hatte. Es fing beim Haarschnitt an und endete bei der Musik, weil ich da schon fast zu alt war, aber ich kann es heute überhaupt nicht verstehen, dass ich Bedenken hatte. Es hat auch nur wenige Jahre gedauert, diese Bedenken. Es ist sagenhaft. Und ihr bringt das natürlich aber auch entsprechend rüber. Ja, die Bedenken der Beatles, die Musik, was es damals alles gab in der Presse, die Haarschnitte, die ganzen Skandale, das sollte am besten verboten werden, diese Musik. Das ist zum Glück vorbei. Wir dürfen auftreten und die Musik ist ja doch weltweit anerkannt, ja. Ich war ja am 9. Oktober letzten Jahres war ich in New York, ja. Und da sind wir natürlich dann auch zum Geburtstag feiern von John Lennon in den Park gegangen. 75 Jahre, ja, Strawberry Fields. Und das war eine irre Nummer. Es war brechend voll da. Mhm. Es waren Leute mit Gitarren da und da hat es ein kleines John Lennon-Konzert gegeben dann. Es waren, man fühlte sich richtig jung. Also es waren so die Leute in meinem Alter mehr, 50, 60, aber alle schön freakig gekleidet auch so. Ja. Und es ging da richtig eine Stimmung ab, eine zeitlose Stimmung. Wobei wir jetzt übrigens bei John Lennon sind. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir nicht beim Thema. Ne? John Lennon. Und euren Auftritt. Genau, 75 Jahre John Lennon, das war jetzt der Anlass für dieses Programm. Letztes Jahr im Oktober hätten wir ja die 75 Jahre gefeiert. Und da kommen wir jetzt zu dem Programm mit dem Achim Amme, der aus der Biografie von John Lennon vorliest und dazu die Band halt musikalisch begleitet. Und du hast uns einen kleinen Live-Auftritt zukommen lassen und den hören wir uns mal an. Im zweiten Semester an der Kunstakademie hat er sich John den Ruf des schwierigsten Studenten aller Altersklassen erworben. Sein Lehrer in Bildhauerei gestand, er fürchte sich, Zitat, vor einem Typen, bei dem man vergessen hat, eine Bremse einzubauen. Mochte er nach außen noch groß tun und toxisch reinschauen, innerlich war er zerfressen von Selbstzweifeln. Ich hätte einfach Illustrator werden oder eine Malschule besuchen sollen, meinte er später. Aber ich wäre plötzlich in einem Kurs über Typografie. Man hätte mich auch vom Fallschirm springen schicken können, dort wäre ich vermutlich ebenso viel am Platz gewesen. Sein Lehrer Arthur Ballard erinnerte sich, er alberte herum, um die Leute von der Arbeit abzuhalten und vielleicht, um die Tatsache zu kaschieren, dass er einfach weniger gut war als sie. Er spielte den Trottel. Aber ich hatte den Eindruck, dass er in Wahrheit eher ein Denker war. Ballard wollte Johns Begeisterung fördern und nahm ihn manchmal mit in einen Club, der von dem Maler Henkel Feller betrieben wurde. Ballard kam mit diesem ernst reinblickenden jungen Mann herein und die beiden saßen stundenlang da und unterhielten sich, erinnert sich Feller. Am hinteren Ende des alten Weinkellers stand ein Flügel, über dem die Hälfte der Tasten fehlte. John setzte sich manchmal an und spielte Chuck Berrys Rollover Beethoven. Als er eines Tages wieder einmal auf das Instrument eindrosch, sagte ich zu ihm, wenn du mit dem verdammten Krach nicht aufhörst, schmeiß ich dich raus. Im Eingangsbereich des Clubs hatte ich ein großes, halb abstraktes Gemälde aufgehängt, das ich gemalt hatte. Und als John an diesem Tag daran vorbeiging, zog er einen Schlüssel oder etwas dergleichen aus der Tasche und riss die Leinwand über die ganze Fläche damit auf. Cheerio, Boss, war alles, was er sagte. Mother, are you little lad? I gotta make
late. Roll over Beethoven, but I'm hearing again today. You know my temperature's rising and my jukebox knows the fuse. Oh, my heart beat in rhythm and my soul keeps on singing the blues. I roll over Beethoven, you tell Tchaikovsky the news. There's a rock and pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I think I caught it on the right, I sit down by the rhythm review. I roll over Beethoven, rocking it two by two. And if you feel you like it, go get your lover and really rock. Roll it over and then move on. Deutlich zu hören, Musik und Text waren aufeinander abgestimmt und diese gemeinsame Erinnerung an den Autor, Komponisten und Musiker John Lennon macht den ersten Teil eures Auftritts aus. Richtig. Noch mal zu dem, der dann da seine Anekdoten liest. Das ist der Achim Amme. Man muss sagen, der Achim Amme ist, jetzt kann man fast sagen, wie der John Lennon, auch ein künstlerisches Multitalent. Der ist Schauspieler. Was fällt mir spontan ein? Vielleicht aus dem Fernsehen, Tatort, Küstenwache, ja, sowas. Ja, gerade genau. Gibt es eine Serie, in Sat.1 gibt es so eine Serie. Also, da ist er auch irgendwo vertreten man, gewesen. Man kann ihn da kennen, genau, auf jeden Fall. Schreibt aber auch Bücher, also ist Autor, ist Singer-Songwriter, hat eine eigene CD oder mehrere CDs rausgebracht. Also ganz interessanter Mensch. Und er hat aus der Biografie vom Philip Norman die ersten Jahre untersucht von John Lennon und daraus wird gelesen und zwar zeitlich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo John Lennon George und Paul kennenlernt. Also die Geschichte der Beatles kommt gar nicht dran vor, sondern die Jahre davor. Genau, also wirklich die. Schöner Film. Mhm. Ja, das ist der erste Teil eures Auftritts und nach der Pause geht's aber auch nicht weiter. Es gibt im ersten Teil auch schon Musik, weil die Textpassagen sind immer 3 bis 5 Minuten und wird dann mit einem gekürzten Lied ergänzt, live gespielt. Und der zweite Teil, das ist dann tatsächlich richtig ein Beatles-Tribute-Konzert, also wo wir dann eine Stunde nochmal richtig Gas geben. Diesmal haben wir uns für Braunschweig auch was ganz Besonderes ausgedacht. Wir haben Gastmusiker dabei. Wir werden den Tasteninstrumenten unterstützt. Da ist der Stefan Kabisch, ich glaube auch bekannt zum Beispiel von Sweetie Glitter. Wird dabei sein und wir haben den Eric Clapton dabei. Klingt gut. Das klingt sehr gut. Vertreten durch den Braunschweiger Gitarristen Florian Becker, der mit seiner... Fast also. Richtig. Der wird dann auch mit einsteigen. Und für alle, die Lust bekommen haben, dabei zu sein, da habt ihr ein kleines Geschenk. Richtig. Da wir natürlich hier gerade zum Jahresbeginn gerne was abgeben möchten, würden wir 2x2 Konzertkarten gerne abgeben und die wahrscheinlich verlosen. Ne? Die verlosen wir ja nachher bei der letzten Musik und natürlich dann auch per Internet. Das sagen wir aber gleich. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Sehr und wer gerne. Jetzt sagt, oh, ich hätte noch mehr von denen gehört, den muss ich trösten, vertrösten auf die letzten 10 Minuten am Sonntag. Wir legen noch von euch 2, 3 Stücke auf. Wir müssen jetzt aber zuerst einmal natürlich sagen, wie man an diese Karten
Jetzt sind nämlich die ersten Abend schon mit raushängender Zunge. Ich dachte, wie kann man das denn gewinnen? Denen werden wir das gleich erzählen. Dir erstmal ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Sehr gerne. Und wie gesagt, Musik von euch hören wir noch. Und ich freue mich schon so richtig auf den 16. Klasse, wir uns auch. 16. um 20 Uhr. 20 Uhr, wie Anke Immann ab und Zwieger. Ja, und vielleicht haben wir dann die Gelegenheit, mit dem, der Achim Amme, mal Aufnahmen zu machen und über ihn dann noch mehr zu berichten. Wie gesagt, ich freue mich drauf und wir werden es vom Uwe erfahren. Alles, was man eigentlich über die Brunswiger wissen muss und wie man, oder welche Karten wir gewinnen können. Ja, also zu gewinnen gibt es ja Karten für den Freitag, den 8. Januar, also nächsten Freitag, für Sophie White singt den ESC. Es gibt Karten zu gewinnen für die Veranstaltung einen Tag später, nämlich am Samstag, den 9. Januar. Dann ist der Fürst der Finsternis alias Martin Sierp hier mit seinem Programm Hellsehen im Dunkel. Und wie wir so eh mit Freude vernommen haben, gibt es ja auch noch Karten zu gewinnen für All You Need Is Love, eine Hommage an John Lennon am Samstag, den 16. Januar. Ja, und wer am Sonntag, aber bitte nur am Sonntag hier bei uns im Studio anrufen möchte, um vielleicht zwei Karten zu gewinnen, der kann das jetzt gleich machen. Vorwahl Braunschweig 0531 und dann 2444111. Und jetzt hier am Sonntag, da geht es auch gleich weiter. Aber wir müssen vielleicht noch mal sagen, fällt mir gerade ein, dass es auch die Möglichkeit gibt für unsere Montagshörer, Wiederholung ist um 10 Uhr, uns im Internet vielleicht ihre Wünsche zu schicken unter pandora@okerwelle.de. Also, eigentlich alles geklärt. Und jetzt noch ein Hinweis für die Hörerinnen und Hörer unserer Sonntagssendung. Hier geht es nämlich jetzt gleich weiter mit der Lesezeit und mit dem zweiten Teil der Liebesgeschichte zwischen Ricarda und Richard Huch, inszeniert von Katrin Reinhardt und Jürgen Beck-Rebholz. Und dazu passt vielleicht das erste Lied, was wir nachher dann auflegen, hier, Sie liebt dich. Deutsche Version von dem berühmten Liebeslied. Ja, und wir wünschen uns jetzt, uns und natürlich Ihnen auch, viel Glück im neuen Jahr. Auf ein Wiederhören sagen Uwe Flake sowie Kurt Volland und Silvia Scholz von den Reglern der Technik. Wir spielen, wie wir sagten schon, noch Songs von The Beatles Connection und Sie. Shut up.